Wenn bei Medizinprodukten etwas schief geht oder irgendein Problem auftritt, tauchen schnell Fragen auf. Wer, was, wann, wo, warum? Dann ist es wichtig, schnell zuverlässige Antworten zu bekommen. Deshalb gibt es die gesetzliche Verordnung zur Unique Device Identification, kurz UDI. Sie verpflichtet Hersteller von Medizinprodukten, ihre Artikel weltweit eindeutig identifizierbar zu machen, maschinenlesbar zu kennzeichnen und die Produktdaten in der UDI-Datenbank bereitzustellen. UDI gibt es bereits in Amerika und Europa, allerdings mit einem Unterschied. In der europäischen UDI-Datenbank EUDAMED wird zusätzlich die Basis-UDI-DI verlangt. Die Basis-UDI-DI ist innerhalb der EUDAMED-Datenbank die oberste Ebene der Produkthierarchie und kennzeichnet eine gesamte Produktfamilie oder ein Produktmodell. In einer Produktfamilie sind einzelne Produkte in verschiedenen Varianten und mit gemeinsamen Eigenschaften zusammengefasst. Jedes Produkt hat seine eigene eindeutige Nummer, die UDI-DI. Entscheidend dabei: Eine UDI-DI darf immer mit nur einer Basis-UDI-DI verknüpft sein. Noch ein wichtiger Hinweis: Die Basis-UDI-DI erscheint nicht nur in der EUDAMED-Datenbank. Sie muss auch in allen relevanten Dokumenten zu den Produkten enthalten sein, wie zum Beispiel Zertifikaten, EU-Konformitätserklärungen und technischen Dokumentationen. Schauen wir uns jetzt gemeinsam an, wie Sie die Basis-UDI-DI mit GS1-Standards bilden können. Für die Basis-UDI-DI steht der GS1 Standard Global Model Number, kurz GMN, zur Verfügung. Den ersten Teil bildet die sogenannte GS1-Basisnummer, die über GS1 Complete zur Verfügung gestellt wird. Es folgt die Modellreferenz, die direkt vom Hersteller vergeben wird. Den Schluss bilden zwei Prüfzeichen, generierbar über den GS1-Prüfzeichen-Paarrechner. Und fertig ist die Global Model Number, also die Basis-UDI-DI, die insgesamt maximal 25 Zeichen lang sein darf. Wichtiger Hinweis: Die Basis-UDI-DI erscheint weder in Klarschrift noch in einem Barcode auf den Produkten oder Produktverpackungen. Heißt, sie wird nie in einem Barcode verschlüsselt, sondern taucht in der EUDAMED-Datenbank und in relevanten Dokumenten auf. Mit der GMN von GS1 Germany bleiben keine Fragen unbeantwortet. Noch kein GS1 Complete-Kunde? Bestellen Sie GS1 Complete und bekommen Sie Zugang zu unseren Standards. Sie haben Fragen zur Umsetzung? Nutzen Sie unser Schulungs- und Beratungsangebot auf gs1.de/UDI.